Willkommen auf Klemmbar, deinem Sternchenkanal. Und heute habe ich für euch die 8016, den Hyena-Droid-Bomber aus dem Jahr 2009, der glorreichen Star Wars The Clone Wars-Zeit. Und ja, was wir hier sehen, sind 232 Teile, drei Minifiguren, eine wunderbare Anleitung und eine UVP von 26,99 €. Gebraucht kriegt ihr den so zwischen 25 und 40 Euro. Eine Kaufempfehlung, wie ihr mich kennt, gibt es natürlich gleich auch noch gegen Ende vom Video. Ja. Die weicht ein bisschen vom Marktpreis ab, aber wartet erstmal ab. Betitelt ist es wahrscheinlich irgendwie sowas als meine größte Geldverschwendung oder sowas. Das ist wirklich der Fall. Aber wir fangen mal einfach ganz unvoreingenommen an und nehmen uns mal die Anleitung. Ein wunderbares Druckerzeugnis. Irgendwie meine Farben, also für euch sieht es wahrscheinlich gut aus. Ich sehe, dass es irgendwie ein bisschen verblichen ist oder so mit der Zeit. Es lag eigentlich nie in der Sonne, aber gut. Was mir erstmal auffällt für das kleine Set, das ist schon ein bisschen dicker, wundert mich, aber gut. Hier noch der Advanced TIE Fighter von Darth Vader, den habe ich natürlich auch. Und das ist alles im Hochformat hier. Ja, schönes Clone Wars Artwork mal wieder. Die wunderschönen Sets hier wieder vorgestellt. Das Clone Trooper Battle Pack, Assassin's Droid Battle Pack, der AAT, der alte, und das Republic Attack Shuttle. Die habe ich alle. Die sind so schön, die Sets. Ich sag's euch. Kauft sie euch, wenn ihr sie günstig kriegt und habt Spaß. Hier möchte ich schon mal direkt anmerken, dieses Gummiband, ja, wenn ihr das Ding gebraucht kauft, guckt, dass dieses Gummiband in Blau dabei ist. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten die Bauschritte, ja, noch halbwegs moderat, halbwegs, ja, okay, sage ich mal. Wenig Farbseuche drin. Gut, blau sehen wir bei dem Set eh in Masse. Ja, ansonsten die Bauschritte finde ich eigentlich soweit ganz okay. Ich fand es damals auf jeden Fall nicht cool, das Ding zu bauen. Auch als ich das jetzt letztes Jahr mal wieder aufgebaut habe, habe ich mich gefragt, warum habe ich das Set gekauft? Naja, warum habe ich das Set gekauft? 2009 war gerade das wunderbare Battle Pack weg mit den, wie heißt das nochmal, die 80, nee, 70, 76, 75, irgendwas, mein erstes Review. Dieses braune Battle Pack, da waren schön Droiden dabei und zu der Zeit 2009 habe ich einfach leider keine Droiden bekommen in der Masse, wie ich sie wollte. Und da gab es dieses Set, drei Droiden dabei, keine B1-Kampf-Droiden im klassischen Sinne, sondern Rocket Droids. Deswegen habe ich mir das Set gekauft, fand ich damals schon preislich nicht so schön. Aber gut, ich wollte Droiden haben. Das war relativ zum Anfang meiner Sammelzeit. Und da habe ich mir die halt gekauft. Dabei ist dreimal ein ganz normaler Rocket Droid. Hier hinten mit so einem Jetpack drauf. Also so einem, ja, eigentlich ist es so ein ganz altes, ich glaube aus der Westernwelle war das damals noch, die waren es Ferngläser oder so. Ja, die sind hinten einfach drauf mit einem 1x1-Stud. Und ja, ansonsten hier so ein, ich weiß gar nicht mal, war das ein Orange? Brown, irgendwie sowas, Kopf und Körper und dann Dark Gray, Light Bluish Gray, doch Light Bluish Gray, Beine und Arme mit Medium Blaster dabei, also das ist grundsätzlich ganz okay. Die Minifiguren sind auf jeden Fall nicht meine liebsten Figuren, also drei Stück waren hier halt wie gesagt dabei. Ich habe noch den, wie heißt der, die 80, die 8086, den Droid Tri-Fighter, den werde ich euch auch nochmal zeigen. Ähnliches Konstrukt wie hier. Das Set habe ich gekauft wegen den Figuren, weil mir drei zu wenig waren, drei von diesen Droiden. Deswegen habe ich mir diesen Tri-Fighter noch gekauft. Das Ding ist die nächste Katastrophe, das werde ich euch auch nochmal zeigen. Aber das hier ist schon wirklich eine ganze Ecke schlimmer. Also erst einmal haben wir hier gefühlt 2000 Quadratmeter Aufkleber drauf. Aufkleber, 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 Aufkleber. Da unten war, glaube ich, doch, da ist auch noch ein Aufkleber. Und dann haben wir daneben natürlich nochmal ein paar Aufkleber und Aufkleber. Also, ja, da sind nicht nur zwei, drei Aufkleber drauf, da sind alle Aufkleber drauf, die man damals so produziert hat. Schwierig, 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 schwierig. Aber gut, das Thema haben wir heute noch, das gab es damals schon. Bei mir sind die Aufkleber noch in einem guten Zustand. Aber das, ihr wisst es, die Aufkleberthematik ist nicht gut. Aber kommen wir doch mal zu den Spielmöglichkeiten bei dem Set.
beziehungsweise den angedachten Spielmöglichkeiten, dass das viel Spaß machen soll und so weiter, wurde natürlich suggeriert. Ob es Spaß gemacht hat, sage ich euch gleich. Kleiner Tipp, war es nicht. hier neben haben wir die, ich sag mal, Beine, die kann man dann so zusammenklappen und dann kann man den Kollegen in die Angriffsposition stellen. So, und dann ja, könnt ihr damit rumfliegen und alle töten, die euch in den Weg kommen. Ja, gut. Ich habe damals zu der Zeit keine Luftkämpfe gespielt, ich habe normale Schlachten gemacht, deswegen habe ich das Ding eigentlich gefühlt nie benutzt. Und jetzt kommen wir noch zu dem Hightech-Feature. Hier hinten seht ihr es schon. Das sieht irgendwie nicht so ganz akkurat aus, wie ich den, wie ich das Gummiband hier drauf gefriemelt habe. Nee, das ist jetzt nicht sonderlich schön gelöst, aber ja, auf jeden Fall da hinten das Gummiband. Und dann seht ihr hier zwei Technikteile, die ihr zurückziehen könnt. Und dann könnt ihr hier so dran ziehen. Und dann fallen hier die Bomben runter. Das ist so das Hauptfeature an diesem Set. Allein was für diese Bomben an Teile drauf geht, das ist eine Stange in der Mitte, einmal das Technikteil, hier zwei hohe einer, einmal eins Round Bricks und zweimal diese roten, das ist zwei, vier, sechs Teile pro Bombe, das heißt, wir haben schon 24 Teile nur für die Bomben weg. Das heißt, wir sind dann schon bei, gerade so, wenn die Figuren abgezogen sind, bei unter 200 Teilen für dieses Teil. Ja, und das merkt man auch. Also es ist sehr wackelig alles gebaut, hier die Beine quasi, die fallen immer ab. Also ich habe die, ich weiß gar nicht, wie oft ich die damals, wenn ich das Ding mal bespielt habe, wie oft ich diese Teile wieder dran bauen musste und ich wusste nie, wie rum das jetzt gehört hat und so weiter. Also das ist ganz katastrophal. Dann kann man hier oben auch noch, bevor ich es vergesse, Achtung, ganz gefährliches Hightech-Feature, da kann man hier oben noch das hochklappen, beziehungsweise das hier hinten, ja. Kann man auch noch mal so umklappen. Das ist, glaube ich, einfach aus dem aus Clone Wars. Da war das nämlich, wenn die dann irgendwie so stehen, so, dann können die so gucken und schießen. Seht ihr? Schon wieder ab das Ding. Also da sollte man eigentlich gar nicht dran rumdrehen. Und dann kann man hier, kann man den Kollegen so nehmen, winkelt ihn ein bisschen an und dann schießt er da oben irgendwie rum oder so. Ich glaube, irgendwo da waren Waffen theoretisch verbaut und dann kann er alle töten. Ja, das ist das nächste. Das Ding ist mir damals auch immer abgeflogen. Ach komm, Leute, wisst ihr was? Das bleibt einfach so. Das spiegelt das Set wieder. Es fällt alles auseinander. Es ist total komisch. Und ja, ich gucke mal, ob ich das unten zusammenklappen kann. Ja, wir bauen den mal wieder so, wie er immer fliegen soll. So, genau. Das da gehört irgendwie oben drauf. So, und dann haben wir das Teil hier liegen. 26,99 war die UVP. Ich habe es damals tatsächlich, glaube ich, auch für den Preis gekauft. Sollte man das Set kaufen für so einen Preis? Nein. Wird es für den Preis angeboten? Ja, es wird wirklich für den Preis noch angeboten. Also gebraucht, natürlich aufgebaut und runtergerockt und so weiter. Also für 25 € bekommt ihr das Set. Da sind dann die Hälfte der Figur nicht dabei. Das Gummiband wurde ausgetauscht gegen ein ganz normales Gummiband aus dem Büro. Farben kaputt, Aufkleber ab und so weiter, dann kriegt ihr das für 25 € teilweise angeboten. Also das ist gruselig, was die Leute dafür wollen für dieses Set. Ich weiß nicht, ob sie jemals damit gespielt haben. Also ich sehe da drin auf jeden Fall nicht diesen Wert. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das Set günstig schießen könnt auf einem Flohmarkt oder in irgendeinem Konvolut oder so, dann gebt für das Ding nicht mehr als 15 € aus. Also mehr ist es irgendwie wirklich nicht wert. Also, ich habe es auch gesehen, für 9 €, da sind hier und da auch zwei, drei Themen, die man halt noch bearbeiten muss. Dann ist das okay, aber 20 €, 25 € Finger von weglassen. Auf gar keinen Fall kaufen. Also wirklich 15 €, guter Deal, sind alle mit glücklich. Und dann habt ihr drei Figuren. Wohlgemerkt, die Figur kostet knappe 1 €, 1,17 €, 1,70 €, irgendwie sowas. Also die Figuren unter 2 €. Die Figuren sind 4,50 € wert, der Rest hier, den Teilepreis habe ich nicht rausgesucht, aber das ist auch nicht die Welt. Also so 10, 15 €, dann habt ihr wirklich einen fairen Deal gemacht und habt dem anderen die Schande abgenommen, weil schön ist das Set definitiv nicht. Ich wollte es euch aber einfach mal zeigen, dass eben auch zu Clone Wars Zeiten nicht alles gut war. Damals war nicht immer alles besser. Das da ist ganz katastrophal und diesen Droid Tri-Fighter, Droid
TIE Fighter, genau. Die 8086, die werde ich euch auch nochmal zeigen in den nächsten Wochen irgendwann. Das Ding ist genauso gruselig, ein bisschen besser verarbeitet, aber es ist gruselig zu bauen. Es macht keinen Spaß damit zu spielen. Es ist ganz, ganz schlimm. Das hier ist aber wirklich die Härte aus 2009, die mir so eingefallen ist, die man so zeigen kann. Also, ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wenn ihr das Set vielleicht auch habt und meine Meinung überhaupt nicht teilt, wenn ihr sagt, das ist das Geilste, was es gab, weg mit dem der 7676, nur das Ding ist cool, dann schreibt mir das gerne mal rein. Ich bin offen für Diskussionen, aber ja, ich glaube nicht, dass. Also schreibt mir wirklich gerne mal rein, wie ihr dieses Set damals empfunden habt oder heute empfindet. Also ich finde es einfach nur schrecklich und es steht im Regal und ich denke mir jedes Mal, nee, eigentlich muss das da weg. Aber gut, ist auch wieder zu groß, um es einfach nur wegzupacken und dann eigentlich auch zu schade für das, was ich dafür bezahlt habe. Also, naja. Machen wir den Deckel drauf. Das war's für heute mit dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt mir gerne alles in die Kommentare, was ihr zu dem Set auch zu sagen habt. Wenn ihr es genauso gruselig findet wie ich, gebt mal gerne einen Daumen nach oben. Und generell bewerten ist nie verkehrt. Kommentieren ist auch immer schön. Abonnieren ist natürlich umso geiler. Und dann war es auch für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, beziehungsweise eine schöne Woche. Das Video kommt donnerstags, ja, dann einen Tag noch, dann habt ihr es. Und dann ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.